Ein drittes Thema, das ich ansprechen möchte, ist der Corona-Untersuchungsausschuss. Wir haben in der letzten Woche an alle Fraktionen einen Antrag verschickt. Man braucht ja Ja, das ist auch noch ein sehr wichtiges Thema. Es ist gut, dass sie das anspricht. Da ist ja beim BSW auch Friedrich Pirner ganz groß mit dabei. Der hat sich ja als Arzt immer für Corona-Aufklärung eingesetzt und der ist jetzt fürs BSW sogar ins Europaparlament eingezogen. Da wird das BSW auch nach der nächsten Bundestagswahl ganz viel zu machen. Aber jetzt hat man erstmal so einen Antrag in den Bundestag eingebracht. Der wird sehr wahrscheinlich, wenn sich da nicht couragierte Abgeordnete, beispielsweise von der FDP oder von sonst woher finden, so couragierte Abgeordnete von der FDP, ich weiß, klingt lustig genug, da wird das Ganze wahrscheinlich abgelehnt werden, muss man sagen. Also die AfD wird dazu stimmen, die paar BSW-Abgeordneten, die 10 Stück, die es im Bundestag gibt, die werden dazu stimmen, aber das wird leider nicht reichen. Ein Quorum dafür, ein Viertel der Abgeordneten, das haben wir leider aus eigener Kraft der BSW-Gruppe, können wir das nicht tun. Wir halten es für sehr, sehr wichtig, auch gerade nachdem die ungeschwärzten RKI-Files öffentlich wurden, nachdem sehr deutlich ist, wie willkürlich viele Maßnahmen waren. Und es gibt ja auch immer noch Verfahren, es gibt noch Menschen, die sich dagegen wehren, es gibt Menschen, die auch immer noch verurteilt werden. Es ist gerade ein Soldat, ein Bundeswehrsoldat, sogar inhaftiert worden, weil er eben damals sich der Impfung verweigert hat. Also es sind ja tatsächlich immer noch juristische Folgen. Und ich habe vor kurzem auch mit einer Juristin gesprochen, die gesagt hat, ja, es wäre sehr wichtig, dass über eine Untersuchung und über politische Konsequenzen auch Gerichte eine bessere Grundlage dafür haben könnten, dann solche Dinge einzustellen, solche Dinge nicht weiter zu verfolgen und auch Geschädigte eben zu entschädigen und Strafzahlungen zurückzuzahlen. Das wäre ja dringend notwendig. Deswegen wollen wir, dass dieser Untersuchungsausschuss noch in dieser Legislatur startet. Ob wir das Quorum erreichen, wissen wir nicht. Wir haben es jetzt versucht, weil ich meine, es gibt ja immerhin auch aus der FDP den einen oder anderen, der öffentlich zumindest sagt, wir brauchen so etwas. Er ist für eine Aufarbeitung der Corona-Zeit. Also wir wünschen uns, dass es da eine Bewegung gibt. Ansonsten wird es natürlich spätestens nach einer neuen Bundestagswahl dann ja wahrscheinlich bessere Chancen geben, auch das Quorum zu erreichen. Ja, ganz einfach. Nach der Bundestagswahl werden AfD und BSW definitiv mehr als ein Viertel der Sitze holen. Also zumindest laut den aktuellen Umfragewerten sind sie da deutlich drüber. Das heißt, dann dürfte die Einberufung von so einem Untersuchungsausschuss kein Problem sein. Erreichen, aber wir haben es jetzt schon gemacht, weil wir finden, man sollte hier nicht weiter Zeit verlieren, Zeit ins Land gehen lassen, wo Betroffene einfach geschädigt werden und wo es eben auch nach wie vor sehr, sehr viel Unrecht gibt auf Grundlage von damaligen Regeln, wo heute fast alle zustimmen, dass sie eben nicht durch die Wissenschaft gedeckt waren, so wie uns Herr Lauterbach und andere das vermittelt haben. Einen letzten Punkt, den ich ansprechen möchte, das ist das Deutschlandticket und der Autogipfel. Also ich muss sagen, also wenn man irgendwie eine Begründung möchte, dass grüne Politik heutzutage schlicht verrückt ist, dann muss man sich einfach diese Entscheidungen angucken. Also auf der einen Seite, oder auch die Ampel insgesamt, ich meine, es sind ja nicht nur die Grünen. Auf der einen Seite werden Dienstautos, E-Wagen bis zu einem Listenpreis von 95.000 Euro in Zukunft steuerlich gefördert, weil das angeblich dem Klimaschutz dient. Und auf der anderen Seite wird das Deutschlandticket deutlich verteuert, was ja sicherlich für viele Menschen auch die Frage aufwirft, gerade wenn man in bestimmten Regionen sowohl den Zug als auch das Auto nutzt, leistet man sich das noch oder geht man eben vollständig aufs Auto? Das heißt, das ist eine Politik, das hat nichts mit Umweltaspekten, das hat nichts mit Klimaschutz zu tun. Es ist einfach nur eine Ignoranz gegenüber den Menschen. Es ist wirklich immer wieder das Gleiche da, wo auch gerade Ärmere betroffen sind. Und für die sind 9 Euro mehr eine wirklich handfeste Größe. Da interessiert es einen nicht. Aber wenn es um Projekte geht, von denen am Ende sehr, sehr Wohlhabende profitieren, dann ist Herr Habeck auch immer dafür, also dort zu fördern und Klimaschutz zu betreiben. Und wir sehen ja jetzt auch, wie diese falsche Energiepolitik, natürlich auch das Verbrennerverbot, wie diese Politik jetzt dazu führt, dass unsere Schlüsselindustrie in Gefahr gerät, nämlich die Autoindustrie. Die Anzeichen gerade bei VW, aber auch bei anderen, auch bei den Zulieferern, sind ja sehr, sehr bedrohlich. Und ich muss sagen, auch hier zeigt sich wieder die ganze Absurdität, dass jetzt ernsthaft über eine Abwrackprämie diskutiert wird.
Also das Letzte, was man irgendwie im Interesse von Umweltschutz und Klimaschutz rechtfertigen kann, ist eine Abwrackprämie. Und eine Abwrackprämie braucht man jetzt deshalb, weil man im Interesse des Klimaschutzes den Verbrenner verbieten will und das E-Auto fördern will, das allerdings beim Strommix in Deutschland mit einem Mittelklassewagen noch nicht mal mithalten kann. Also es ist ja schlechter. Also eine so irre Politik, so undurchdacht, so völlig jenseits jeden Kompasses, das ist wirklich etwas, wo man wieder erlebt, also diese Ampel hat fertig. Also solche Entscheidungen, ich meine, die Abwrackprämie ist ja noch nicht beschlossen, aber sie wird zumindest diskutiert, man weiß ja gar nicht, ob sie kommt, aber alleine diese ganzen Vorschläge und diese Ideen zeigen, dass man hier überhaupt keinen Plan hat. Also wir sind sehr für eine vernünftige Klimapolitik, allerdings würde das unseres Erachtens bei der Autoindustrie bedeuten, sich von diesen Flottengrenzwerten zu verabschieden, statt sie jetzt nochmal zu verschärfen und stattdessen Auflagen zu machen, was die Entwicklung verbrauchsärmerer Verbrenner angeht. Und natürlich kann man auch an die Adresse der Automobilkonzerne sagen, es ist ja wohl verrückt, in einer Zeit der Krise Anfang des Jahres bei VW 4,5 Milliarden an Dividende auszuschütten, statt dieses Geld im Unternehmen zu investieren in Forschung. Ja, sehr gut. VW, sehr gut, dass Sie das erwähnt. Das wollte ich gerade auch nochmal sagen. Die 2 Jahre davor hat VW ja ungefähr nochmal doppelt so viel Dividende in jedem Jahr ausgeschüttet. Also es ist ja wirklich absurd, welche Unsummen VW und Dividende ausgeschüttet hat, die dann bei den Familien Pilch und Porsche gelandet sind, beziehungsweise beim Emirat Katar. Also dieses Geld hätte VW wirklich investieren können. VW müsste ein einziges Jahr auf Dividende verzichten und die Finanzprobleme wären gelöst. Kein Beschäftigter müsste entlassen werden. Man muss 5 Milliarden Euro einsparen. Das ist wirklich ein Jahr Dividende. Ein Jahr Dividende, die nicht gezahlt werden müsste. Das wäre es schon. In Entwicklung, in bessere Modelle, aber eben unseres Erachtens vor allem, weil das ist nun mal das, was die deutschen Auto- und Mobilunternehmen können, das ist unser Know-how, in verbrauchsärmere Verbrennermodelle. In den USA sehen wir gerade, die Autokonzerne haben ihre E-Auto-Ziele deutlich reduziert. Weltweit wird man weiterhin Verbrenner fahren. Das heißt, wenn Deutschland einen Beitrag zum weltweiten Klimaschutz leisten wollte, dann wären es gerade verbrauchsarme Verbrenner, die wir dann auch in die Welt exportieren könnten, statt mit einem Verbot unserer Schlüsselindustrie abzuwürgen. Also auch das ist eine Politik, die man eben wirklich nicht mit Sinn und Verstand rechtfertigen kann. Ja, das ist gut, dass er das zum Ende nochmal angesprochen hat. Vor allem der Fall VW, der ist gerade sehr wichtig und vor allem für Niedersachsen sehr akut. Bei VW sitzt ja die niedersächsische Landesregierung mit im Aufsichtsrat und hat dort dank VW-Gesetz eine Sperrminorität. Das heißt, Niedersachsen könnte verhindern, dass da ein Werk geschlossen wird und dass da auch nur ein Beschäftigter entlassen wird. Also hier muss man, glaube ich, auch nochmal ganz besonders Ministerpräsident Stefan Weil adressieren. Das ist wirklich in Niedersachsen ein hochpolitisches Thema, was auch im Landtagswahlkampf wirklich eine zentrale Rolle einnehmen wird. Wenn es bei VW Entlassungen geben wird, dann gehen die zu 100% aufs Konto der niedersächsischen Landesregierung, die es nicht geschafft oder die sich nicht dagegen stellen wollte. Also das muss man hier nochmal ganz klar sagen. Wenn es bei VW zu Entlassungen kommt, dann ist da die niedersächsische Landesregierung unter Stefan Weil dran schuld. Und dann wird man das im Wahlkampf auch gegen diese Landesregierung anführen. Also das vielleicht jetzt nochmal zu dieser Situation in der Autoindustrie. Allgemein für die deutsche Autoindustrie sicherlich, Wagenknecht hier ist angesprochen, braucht es da eine andere Strategie. Aber mal ganz allgemein, die deutsche Autoindustrie leidet wie die gesamte deutsche Industrie, die gesamte deutsche Wirtschaft am schwächelnden Binnenkonsum. Wir haben seit Ende der 2010er Jahre schon vor Corona ein Problem mit einem extrem schwachen Binnenkonsum. Also wir haben in Deutschland seit Ende der 90er eigentlich, aber die neueste Schwächephase, die begann ja Ende der 2010er Jahre, als die deutsche Wirtschaft schon langsam in eine Rezession kippt, als die Industrie langsam begann, wieder an Fahrt zu verlieren, wieder ihre Produktion zurückzufahren. Da hätte man, also seitdem hätte es eigentlich riesige Konjunkturprogramme gebraucht, um die Binnennachfrage zu beleben. Nichts. Nichts. Also bis heute setzt Lindner auf Sparpolitik. Bis heute wird nichts getan, um die Binnennachfrage zu erhöhen. Ganz im Gegenteil, man beginnt Wirtschaftskriege gegen andere Länder, wie letztens gegen Russland, und lässt dadurch die Reallöhne noch weiter in den Keller fallen. Also das Problem ist bei der Autoindustrie, wie bei vielen anderen Branchen auch, einfach die fehlende Binnennachfrage. Deswegen geht es der gesamten Wirtschaft schlecht. Also wenn die Deutschen jetzt wirklich so viel mehr Kaufkraft hätten, also so viel mehr Kaufkraft gewonnen hätten in den letzten Jahren, wie beispielsweise US-Amerikaner, oder die Chinesen oder die Russen oder eigentlich jede Nation auf dieser Welt außer Deutschland geführt, also fast jede Nation, dann sähe es
nicht nur in der Autoindustrie nicht so düster aus, sondern dann sähe es in der gesamten deutschen Wirtschaft wesentlich besser aus. Und dafür müsste der Staat Geld ausgeben, dafür müssten die Löhne endlich deutlich stärker steigen, die Renten müssten steigen. Also alles Dinge, die man politisch machen könnte. Also das nochmal ein Wort zur wirtschaftlichen Gesamtlage. Aber ich glaube, damit ist die Reaktion auch schon lang genug. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. War ein interessantes Statement von Sarah Wagenknecht, auch die Forderung nach einer Neuwahl, da stimme ich zu. Schade finde ich es, dass sie nichts zu den Landtagswahlen gesagt hat. Wie gesagt, da kennt ihr meine Meinung, das BSW sollte in allen drei Bundesländern in der Opposition bleiben. Es ist wichtig, dass das BSW hier als oppositionelle Kraft erhalten bleibt und sich nicht in irgendeine Koalition der etablierten Parteien einreiht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.